Na, wartet ihr, Stahlkiss. Au! Oh, ich glaube, ich habe gar keine Chance gegen euch. Wir haben ein Ergebnis. Sieg für die Stahlbrüder. Hast du jetzt kapiert, dass du uns nicht gewachsen bist? Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Paper Mario. Hier auf Katze, weiter geht es mit dem Ranglistenkampf. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 10. Du kämpfst gegen die Stahlbrüder. So ist es. Du trittst zum ersten Mal gegen einen Erstligisten an. Enttäusche mich nicht. Gib dein Bestes. Im folgenden Kampf sollst du mindestens eine Partnerfähigkeit einsetzen. Kapiert? Das Publikum steht auf Teamwork. Da darf man mit seinem Mitstreiter nicht hinterm Berg halten. Zeig uns, dass du mehr als ein langweiliger Einzelkämpfer bist. Okay, das werde ich machen. Ich bin gespannt, wie stark der nächste Gegner sein wird. Hier in Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Wow! Zu viel geklopft. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Okay, dann mal los. Ich bin soweit. Daumen hoch dafür. Und durch die Tür. So, da wartet schon der Cousin von Tuba Bluba. So sieht er aus. Kommen wir nun zum Hauptevent dieses Abends. Bomber Luigi, derzeit auf Rang 11, versucht erbittert, in die Erstliga aufzusteigen. Hier nun seine Chance. Die auf Rang 10 platzierten Stahlbrüder. Begrüßen wir nun den bärtigen Barbaren Bomber Luigi. Und da wären wir auch schon. Bomber, mach sie platt. Du siehst, dieser Bart. Dankeschön, vielen Dank. Bomber Luigi, wie ist deine heutige Kondition? Soweit super. Das untere. Super, ja, wirklich. Okay, okay. An Motivation fehlt es ihm scheinbar nicht. Na? Oh, da sind sie. Mit grünen und roten Schuhen. Gib's ihnen. Wir warten. Fiese Stacheln. Bedrohliche Gegner. Ich zitiere, der Kerl ist für uns nur ein kleiner Fisch, ein Wurm, Plankton. Oder ein Pantoffeltierchen wie du sollte zu Hause bei seinen Videospielen bleiben. Und du Spross einer Gnomin, Wurzelzwerg, Staubkorn und so weiter und so fort. Du wirst es nicht nochmal wagen, uns herauszufordern. Aus dir, Milchbart, machen wir Hackfleisch mit Püree. Hörst du? Dein letztes Stündchen hat geschlagen, du Hochstapler. Hast du kapiert? Na gut, du bereust doch früh genug, dass du uns herausgefordert hast. Diese stahlharten Körper mit den alles durchdringenden Stacheln sind unbesiegbar. Du kannst machen, was du willst. Es wird alles umsonst sein. Schau dir die Sonne noch mal an. Vielleicht siehst du sie das letzte Mal. Let's fight! Ja, aber hier scheint die Sonne nicht durch. Nein, als ob wir verlieren. Wir haben bisher jeden Gegner besiegt. Na gut, wir müssen gewinnen. Das sichert uns unser Platz in der ersten Liga. Zeigen wir, was in uns steckt, Mario. Genau. Keine Chance. Wir werden schon sehen, wer der Chef im Ring ist. Nutze mindestens einmal eine Partnerfähigkeit. Und ich glaube, das mache ich gleich mal. Aber mit Umbrina. Denn mit ihr könnte ich doch mal einen von diesen zwei scannen. Mal gucken, was gesagt wird. Das ist ein Stahlkirk. Maximale KP 6, Angriffskraft 4, Verteidigung. Verteidigung unbekannt? Was soll das? Hier steht, viele Attacken wirken überhaupt nicht. Nichts ist so hart wie ein Stahlkirk und Attacken verpuffen einfach.
Also, sollen wir die beiden wohl gegeneinander stoßen? Fliehen wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Fliehen kommt nicht in Frage. Egal wie hart der Gegner ist, wir bleiben im Kampf. Achtung! Oh! Der zieht schon einiges ab, muss ich sagen. Aber wir konnten die Angriffe blocken. So, dann würde ich sagen, jetzt probieren wir es gleich mal mit einem Powerhauer. Können wir den Stahlkirk besiegen? Nein, das sieht gar nichts ab. Scannen wir noch gleich den mit den grünen Schuhen. Mal sehen und zack. Sehr gut. Das ist ein Stahlkirk mit grünen Schuhen. Vermutlich der kleine Bruder. Die gleichen Werte. Ebenfalls unbekannte Verteidigung. Was soll das? Hier steht, Fehlattacken wirken überhaupt nicht. Nichts ist so hart wie ein Stahlkirk. Oh nein. Fliehen wäre natürlich doch eine Option, Mario. Für mich kommt Fliehen immer noch nicht in Frage. Wow. Oh nein, nein, nein. Du triffst mich nicht. Okay, da hilft nur eines. Wir müssen auf den Gegner springen. Attacke! Nein, au, 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 mein Fuß! Ich hab verloren. Ja, mein Ergebnis. Sieg für die Stahlbrüder! Hast du jetzt kapiert, dass du uns nicht gewachsen bist? Wir stehen dir jederzeit zur Verfügung. Aber lern erst zu kämpfen, bevor du wiederkommst. Oh nee, ich hab einfach verloren. Bitte, deine Gage, exakt eine Mienze. Dankeschön. Du bleibst auf Rang 11, weil du den Kampf verloren hast. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Dankeschön, Toadscover. Na toll. Oh, wo ist denn eigentlich dieses Ei hin? Ich kann es nirgendwo mehr entdecken. Stimmt, es ist weg. Hey Leute! Hä, wer war das? Wer bist du denn? Und das ist also Bomba. Ohne dich wäre ich nie heil aus diesem Ei rausgekommen. Danke, Kumpel. Echt, danke. Was? Du bist aus diesem Ei geschlüpft? So eine Überraschung. Details interessieren jetzt nicht. Wichtig ist doch, ihr wollt also Champion werden und das Sternjuwel bekommen, richtig? Und weil du mich gerettet hast, helfe ich dir beim Kampf. Ich verschlinge sozusagen jeden Gegner. Mach dir also keine Sorgen mehr. Was? Wie ich heiße? Ach so. Naja, ich bin gerade erst geschlüpft. Du darfst mir also einen Namen geben, aber einen coolen. Klar? Ich nenne ihn Fred Erik oder auch Frederik genannt. Fred Erik? Frederik? Klingt ganz passabel. Kein schlechter Geschmack. Der Name ist in Ordnung. Also Bomba, wir werden uns bestimmt super verstehen. Und damit ist der Mini-Yoshi Fred Erik jetzt in unserem Team. Was kann Frederik? Oder Fred Erik? Der Mini-Yoshi hat folgende Fähigkeiten. Mit X kannst du auf ihm reiten. Ja, auch wenn er winzig ist, das geht. So kräftig ist er schon. Wenn du auf dem Mini-Yoshi reitest, bist du schneller als sonst. Mithilfe von dem Steuer-Analog-Stick kannst du ihn steuern. Und er kann noch mehr. Wenn du springst und A gedrückt hältst, kannst du kurzzeit fliegen und so auch Abgründe überwinden. Das ist Yoshis Flatterflug. Wenn du vom Mini-Yoshi absteigen möchtest, drücke X. Okay, verstanden. Damit endet diese Einführung. Weißt du nun, wie du Mini-Yoshis Fähigkeiten nutzen kannst? Ja, das kriege ich hin. Im Kampf greift er den Gegner mit Stampfattacke an und springt mehrmals auf ihn. Und mit Saugmatz verschlingt er einen Gegner und spuckt ihn gegen andere Gegner. Ja, super cool. Und damit ist dieser Yoshi jetzt in unserem Team und ich muss mich mal heilen, damit ich wieder fit bin. So Hotdogs, die es draußen gibt, sollen ungeheuer Kraft geben. Wenn man während eines Kampfes eins isst, stellt es KP und BP wieder her. Zu Yoshi sagen sie nichts. Okay,
Dann gibt es erstmal ein Schläfchen. Ich war super gespannt, welche Farbe ich bekomme. Ich habe gar nicht drauf geachtet, sondern habe mich überraschen lassen. Weil die Farbe kann bei euch anders sein. Ich habe den rosafarbenen bekommen. Schwarz und weiß sind die seltensten Yoshi-Farben, die man bekommen kann. Hallo Bamba, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 10. Du kämpfst gegen die Stahlbrüder. Im vollen Kampf solltest du mindestens eine Partnerfähigkeit einsetzen. Kapiert? Das Publikum steht auf Teamwork. Da darf man mit seinem Mitstreiter nicht hinterm Berg halten. Zeig uns, dass du mehr als ein langweiliger Einzelkämpfer bist. Das werde ich zusammen mit Fred Erik. Mit unserem Mini-Yoshi. Achtung, ey! Bomba, dein Kampf beginnt. Folge mir. Das machen wir. Dann mal los. Jetzt seht ihr die besondere Kraft von dem Mini-Yoshi. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr das Spiel selbst spielt, welche Yoshi-Farbe ihr habt. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomba Luigi und die Unverwüstlichen, die Stahlbrüder. Bomba und ich, wir sind unschlagbar. Gegen unsere stählernen Körper hast du keine Chance. Let's fight! Jetzt geht's los und diesmal zeigen wir ihm, dass wir wirklich besser sind. Denn diesen Kampf kann man nur mit Mini-Yoshi gewinnen. Bomba, diesmal machen wir sie platt. Was für ein Doofkopf. Uns noch einmal herauszufordern. Ach, mit diesem Baby habt ihr nicht die geringste Chance. Ja, wollen wir doch mal sehen. Also Bomba Luigi und Fred Erik. Saugmatz! ZR gedrückt halten und zack, pack, und dagegen gespuckt. Autsch! Ihr könnt doch unsere Stangen nicht einfach gegen uns selbst einsetzen. Mann! Die haben unsere Schwachstelle entdeckt. Okay, jetzt aber gleich noch einmal. Mit Mario kann ich nicht viel tun. Ich kann aber mal eine Show-Einlage machen. Und jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Und natürlich verteidigen. Eins. Ah, zieht aber viel ab. Und nochmal. Yoshi, du bist geschwächt, aber ich glaube an dich. Du schaffst das. Bleib dran, wir brauchen nochmal deinen Saugmatz. Und schwupp und zack. Schon geschafft. So schnell kann es gehen. 10 Sternpunkte, super cool. Sehr, sehr gut. Und jetzt? Jetzt seid ihr platt, was? Zurück in die zweite Liga. Das ist ja zum Heulen. Meinen Glückwunsch. Bomba, das bedeutet erste Liga. Und was für ein fantastischer Kampf. Eine einzigartige Leistung. Wir können uns wohl noch auf viele aufregende Kämpfe freuen. Und Bomba ist in der ersten Liga. Bravo! Applaus für Bomba Luigi! Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Bitte, deine Gage, exakt 14 Münzen. Vielen Dank. Mario steigt auf Rang 10. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Also gut, Bomba. Herr Klappbohn will dich sehen. Komm einfach mir nach. Okay, was möchte Herr Klappbohn denn von mir? Uns etwa gratulieren? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was? Oh, nein, schnell in die Schublade. Herr Klappbohn, hier ist Bomba. Tschutzkova, kannst du nicht anklopfen, bevor du reinplatzt? Verzeihung. Schön gut. Also, was gibt es? Ach so, Bomba. Alles klar. Sie wollten mich sprechen? Ah, Bomba. Was für ein Triumph. Du hast es ja rasend schnell in die erste Liga geschafft. Oh ja, ich habe ein Gespür für Männer mit Format. Ich erwarte von nun an noch spannendere und dynamischere Kämpfe von dir. Und dies ist mein ganz persönliches Geschenk für dich. Bitte. Yay!
Du erhältst 30 Münzen. Übrigens, was mir schon die ganze Zeit auffällt. Dein Outfit ist etwas dürftig. Okay, sobald du Champion bist, spendiere ich dir etwas Neues. Vielleicht etwas Hübsches mit rosa Rüschen. Das steht dir bestimmt. Aber das kommt später. Für heute genug. Du darfst jetzt in die neue Garderobe. Bitte folge mir. Okay. Auf geht's in die neue Garderobe der ersten Liga. Da bin ich ja gespannt. Und da ist Samum. Ich hoffe, es geht ihm gut. So. Das ist der Bereich. Wow, sieht echt schick aus. Hier fühle ich mich wohl. Dies ist die Garderobe der ersten Liga. Du darfst diesen Raum jetzt benutzen. Alles funktioniert genauso wie in der zweiten Liga. Nur die Kämpfe sind viel härter als bisher. Also pass gut auf dich auf. Ich verabschiede mich vorerst. Also, bis dann. Dankeschön, Toadscover. Bis dann. Oh, wow. Echt cool hier. So viele neue Leute. Und das sind starke Kämpfer, muss man dazu sagen. Aha. Das nehme ich gerade eine freundliche Begrüßung. Nee. Oh, was macht Aurelius hier? Hey, Kämpfer. Ich habe gehört, es gibt hier jemanden, der rasant die Karriereleiter hochklettert. Hä? Was? Du, Milchbart, bist also dieser Bomber? Da hätte ich mir den Weg hier wohl sparen können. Hey, ist das das Sternjuwel? Yoshi, das ist nicht das Sternjuwel. Was hast du denn, Bomber? Was? Der Meistergurt? Guck doch mal. Was starrst du mich denn so schamlos an, hä? Keine Ahnung, aber... Vielleicht ist dieses Sternjuwel ja wirklich nur ein billiger Klunker. Ich glaube auch. Was soll das? Was? Du denkst, mein Mastergurt ist gefälscht? Was denkst du eigentlich, wer du bist, Grünschnabel? Sorry, aber... Der Gurt ist sicher keine Fälschung. Das Problem ist... Wollt ihr mich etwa zum Narren halten? Wir sind hier nicht im Ring, okay? Aber wenn wir uns da begegnen, mach ich euch platt. Macht euch doch auf gefasst. Und den haben wir richtig wütend gemacht. Oh Mann, ich glaube, der ist ziemlich sauer. Ich glaube auch. Aber wenn die magische Karte auf die Arena von Falkenheim verwiesen hat, der Stein an dem Meistergurt aber nicht das Sternjuwel ist, wo könnte denn dann das Echte nur sein? Das müssen wir rausfinden. Oh! Bomba, da ist eine Mail gekommen. Aber von wem wohl? Warte, ich schau mal nach. Hä? Willst du das Sternjuwel? Dann folge meinen Anweisungen. X. X? Wer soll das denn sein? Der tut so, als wüsste er, wo das Sternjuwel ist. Aber ob er uns das auch verrät? Irgendwie seltsam. Bomba, du solltest versuchen, dir den Meistergurt zu holen. Auch wenn das echte Sternjuwel gar nicht dran ist. Nur so können wir rausfinden, was hier in der Arena von Falkenheim wirklich abgeht. Ja, da hast du schon recht. Aber gucken wir doch erstmal, was es hier in der ersten Liga so gibt. Ja, gar nichts drin. Nirgendwo wartet irgendetwas auf uns. Doch hier, Eishauch. Das ist doch ganz nett. Okay. Hier ist auch nichts. Und hier vielleicht in diesem Spind? Oh ja, ein Kraftpunsch. Das ist immer ganz gut. Na gut. Und hier? Besetzt. Oh nee, da ist jemand gerade auf dem Klo. Aber ich muss auch. Na gut, dann komme ich später nochmal. Ganz schön unverschämt von dir, diesen Hammer mit dir rumzuschleppen. Keiner kann so gut mit dem Hammer umgehen wie ich. Ja, das kann sein. Ich glaube, ich springe ein bisschen besser. Stark bist du ja, aber wenn du nicht hart trainierst, steigst du nie auf. Ja, ich trainiere ja hart. Du musst nur all die Gegner, die du hier siehst, aus eigener Kraft schlagen.
eines Tages werde ich der Champion sein. Ich werde zur Legende, genau wie der frühere Champion Dark Toadster. Okay, das hat große Ziele. Dann würde ich sagen, ich ruhe mich mal aus, vor allem für unser Mini-Yoshi, unser Frederik, Fred Erik, damit er genug Energie hat. Und wir vor allem auch genug Blütenpunkte. Dann machen wir weiter mit dem Ranglistenkampf. Zuvor gucken wir mal, wer der nächste Gegner sein wird. Und das sind die Pickelkäfer. Und danach kommen Stachelsteine und Koopas, die Schattengang. Also für die nächsten zwei Kämpfe lohnt es sich, glaube ich, mit Yoshi weiter zu kämpfen. Danach können wir nochmal variieren, vielleicht mit Gumbrina. So, Ranglistenkampf, los geht's. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 9. Du kämpfst gegen die Pickelkäfer. Im folgenden Kampf sollst du keinen Sprung benutzen. Ich möchte einen fairen Kräftevergleich sehen, okay? Zeig mir einen guten Kampf. Ja gut, gegen die Pickelkäfer sollte ich sowieso nicht springen. Von daher fällt das für mich flach. Ey, Achtung! Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Okay, ich werde dir folgen. Ich werde Folge leisten. Und bin gespannt. Wow, hier geht's ab. Hier geht's rund. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die stacheligen Sadisten, die Pickelkäfer. Also los, bist du bereit? Also los, Bomber. Let's fight! Okay, mal sehen, was die Pickelkäfer drauf haben. Das machen mir ehrlich gesagt aber keine großen Gedanken. Vor allem, weil ich Yoshi und den Saugmatz als Fähigkeit besitze. Gucken wir gleich mal. Vielleicht reicht das sogar aus, um die Pickelkäfer zu besiegen. Und zack, ausgespuckt und nicht besiegt. Interessant. Dann setze ich mal auf den Powerhauer. Vielleicht besiegt das einen der Pickelkäfer. Na gut. Dann eben zweimal Saugmatz. Ey, fies. So, jetzt aber geblockt. Dranbleiben, Yoshi. Du schaffst das. Ey, stopp, stopp, stopp. Zum Glück hat Yoshi mit einem Ei geworfen. Ich glaube, dieser ihr wisst, was ich meine. Der Gegner. Dieser Kruzione. Ich glaube, das ist doch der richtige Begriff. Der wollte tatsächlich mit einem Stein werfen. Na, Sabalot. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Selbst schuld. Edge Badge. Bitte, deine Gage. Exakt 15 Münzen. Vielen Dank. Mario steigt auf Rang 9. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Tschüss, Toadscover. Oh, wir kommen dem ersten Platz immer näher, muss ich sagen. So, okay. Dann kann es auch schon weitergehen. Mit dem Ranglistenkampf. Hallo, Bomber. Du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut. Dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 8. Du kämpfst gegen die Stachelsteine. Im folgenden Kampf sollst du dem Publikum mindestens 3 Show-Einlagen zeigen. Ich habe dir ja schon oft gesagt, du musst das Publikum mehr begeistern. Zeig mir einen guten Kampf. Okay, 3 Show-Einlagen. Das heißt, wir müssen den Kampf ein bisschen künstlich verlängern. Oder das Ganze verzögern. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Ich folge dir. Ich bin bereit. Dann mal zurück auf die Bühne mit uns. Oh, da sind die Stachelsteine. Die kennen wir. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die wandelnden Waffen. Die Stachelsteine. Also los, bist du bereit? Wir werden dich zerfetzen. Oh nein. Let's fight! Okidoki. Ich glaube, ich werde hier gegebenenfalls auf mein Item zurückgreifen. Denn die haben ausfahrbare Stacheln. Da werde ich nicht weit kommen. Maxi-Beben hätte ich noch. Aber
Erst einmal brauche ich die drei Show-Einlagen, um meine Auflage zu erfüllen. So, winke, winke. Und Achtung, jetzt attackieren sie. Ah, wow, 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 wow. Zieht aber nicht viel ab. Also immerhin sind sie nicht stark. Aber dadurch, dass sie sich so gut verteidigen können, ist es gar nicht so einfach, an dieser Verteidigung durchzukommen. Theoretisch könnte ich es aber mal mit Saugmatz probieren, ob das funktioniert. Nee, der fährt den Stachel tatsächlich aus. Oh, jetzt erhöhen wir die Verteidigung. Ist zwar nicht wichtig, aber mein Gott, dann machen wir das halt. So, jetzt muss ich mich nicht mal verteidigen, weil das sowieso nichts abzieht. Also nicht mal auf mein Timing achten. Und ich setze auf Eishauch. So spare ich mir mein Maxi-Beben für den eventuell nächsten Kämpfer auf. Für den nächsten Gegner. Und 8 Sternenpunkte. Holt euch nicht zu vergessen, gegebenenfalls ein paar Items aus dem Laden für die Kämpfe. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Das ging ja mit links. Ja. Items sind ganz praktisch. Bitte, deine Gage. Exakt 16 Münzen. Dankeschön, Totskova. Rang 8. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Ja, man sieht sich. Sehr, sehr spannend. Okay. Oh, schon wieder eine Nachricht. Bomba, schon wieder eine Mail. Ob das wieder dieser X ist? Gucken wir mal nach. Geh in die Bar vor der Arena. X. Wieder von X. In die Bar sollen wir gehen. Die Frage ist nur, wer dieser X wohl sein mag. Tja, das müssen wir rausfinden. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Klickt doch mal auf dieses Video. Da seht ihr, wie Mario sich viel zu lang gestreckt hat. Sehr, sehr lustiges Video. Bleibt katztastisch.